Andere Dame, Markus' Mutter, die mal wieder die Bude aufräumt. Bitte! Ja. Was hätte ich gesagt? Sie sehen das harmonische Miteinander der Mitglieder des Ensembles, meine Damen und Herren. Was ist die trocken gelegt? Ja. Ja, das steht Ihnen auch gut, Frau. Ja. Ich kann wenigstens nur aufrecht gehen. Die kann leider nur aufrecht gehen, das ist ja ihr Problem. So ein Schepper auf dem Kopf ist auch nicht schlecht, ne? Hör mal, du Fettklops da hinten in der Suppe. Mach mal Licht aus! Mach mal Licht aus! Hey! Und jetzt? Was fummelst du denn hier beim Gesicht? Ich brauche kein Mikrofon! Ich hab doch jeder immer gehört! Ja, leider. Das war ein sauberer Auftritt, meine Damen und Herren. Markus' Mutter! Frau Röhl, Sie sehen so ausgehfertig aus. Sie wollen doch wohl nicht ausgehen? Nein. Ich bin ja schon längst auseinandergegangen. Ja, auseinandergegangen. Besser auseinandergehen als auseinanderfallen. Ja. Ja. Ja, wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn? Klopfen Sie mal auf Holz, ja. Frau Röhl. TikTok. Ach so, ja. Ja, Moment, das muss ich anders machen. Na, TikTok. Ja. Was soll ich das Gummi nehmen? Hinterher. Lass mal das. Oh, der war fast gut, dafür kriegst du schon einen einfachen Tusch. Ja. Guck. Habe ich sogar ein fünfliegiges Gummi. Ja, aber wissen Sie, Frau Röhl? Ich meine, was denn jetzt? Ich komme zu keinem klaren Gedanken. Das ist fürchterlich. Ist nicht schlimm, weil? Ich weiß, es ist nicht geflügelt. Das ist natürlich wieder mal eine Frau dran schuld. Ja, weil nicht gebügelt ist. Ja. Genau. Ja, ich bin etwas knitterig hier und ab dem Hüftbereich. Knitterig ab dem Hüftbereich. Tut mir jetzt auch leid, aber das Bügeleisen war kalt und. Die sogenannte Faltenhüfte. Der Defibrillator ist jetzt gerade nicht zur Stelle, ne? Ja. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt eine wieder hoffnungsvolle junge Krankenpflegerin, die hier gerade versucht, ihre Brüste zu finden. Die macht nämlich immer so. Ne? Ach, weißt du, das kommst du einfach ohne. Ne? Die paar Abnehmer halten das schon. Ne? Abnäher, nicht Abnehmer. Abnehmer ist was anderes. Ne? Abnäher. Ne? Ständer, kein Ständer. Ich weiß, echt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist gar nicht meine Show hier heute. Ne? Ja, ich setze mich jetzt mal hin und dann macht es gleich tock, tock und dann kommt Leonie Lickit. Ich habe das Gefühl, die Show geht heute ein wenig an Ihnen vorbei. Ja, kein Wunder. Fragen Sie sich mal selbst. Ne?